Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe zu Minderheiten im Nahen Osten. Und wir hatten in dieser Vortragsreihe schon viele hervorragende Redner, viele von ihnen Akademiker, Journalisten, herausragende, prominente, politische Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten. Und heute Abend haben wir William Wurde bei uns, der etwas von all dem ist, der alles mal gemacht hat und große Auswirkungen hatte im Irak wegen dieser Aktivitäten. Insbesondere ist es schön, dass wir William heute hier haben, denn wir wissen alle aus den Nachrichten, dass es wieder eine militärische Operation gab, um die Stadt Mosul zu befreien. Und man denkt, dass das ein entscheidender Moment ist im Kampf gegen den Islamischen Staat im Irak. Und William kommt heute zu uns. Er ist in Mosul aufgewachsen. Er ging dort an die Uni in Mosul. Und bei der ersten Befreiung Mosuls 2003 nahm er als Führer der syrisch-demokratischen Bewegung zusammen mit General Petraeus an der Befreiung teil, um die christlichen Dörfer dort zu befreien. Gemeinsam mit General Petraeus hat er also sichergestellt, dass die Behörden nach dem Kollaps des Systems von Saddam Hussein wieder aufgebaut wurden. Und danach lebte William in einem der Dörfer, die erst vor kurzem wieder vom Islamischen Staat besetzt wurden. William Wurde ist heute Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Hammurabi, und das ist der Menschenrechtspartner im Irak von CSI. Seit 2007 bin ich oft im Irak, und wenn ich dort bin, dann arbeite ich enge mit William Wurde, seiner Frau Pascal und anderen Mitgliedern der Menschenrechtsorganisation Hammurabi zusammen. Er ist heute auch Vorsitzender der Allianz der irakischen Minderheiten. Diese Gruppe repräsentiert alle Minderheitengemeinschaften, die wir insbesondere im Gebiet Ninive um die Stadt Mosul herum finden. William kommt aus Berlin heute zu uns, wo er mit dem Atlantischen Rat getagt hat. Also wir möchten ihn jetzt in Zürich begrüßen. Herzlich willkommen. Ein Hallo an alle hier. Zunächst möchte ich meinen Dank ausdrücken an CSI dafür, dass sie diese Veranstaltung abhalten. Ich bin Herrn John Eibner sehr dankbar, dass er mich eingeladen hat und dass er mir die Ehre gegeben hat, heute hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich schätze es sehr, dass CSI eine so tolle Rolle spielt in der Unterstützung unserer Mitglieder, insbesondere der Christen und Jesiden und anderer gefährdeter Gruppen, die unter dem Daesh leiden. Und das passiert in einer sehr kritischen Zeit. Da war CSI immer bei den Menschen, hat sie unterstützt in diesen harten Zeiten, und das schätzen wir wirklich sehr. Ich danke CSI, dass Sie mich gewählt haben, um heute hier über die Zukunft des Irak zu sprechen, in dieser wichtigen Zeit, während die irakischen Kräfte versuchen, die Gegend zu befreien und den Daesh aus Mosul und anderen Gegenden des Iraks zu vertreiben. Und
Wir sprechen hier über die religiöse Vielfalt im Irak. Dazu müssen wir einige Fakten kennen. Und einer dieser Fakten ist, dass das, was in den Medien veröffentlicht wird bezüglich der religiösen Vielfalt und der Minderheiten, zeigt nicht die Realität deren eigentlicher Situation. Der Großteil dessen, was veröffentlicht wird, wird nur veröffentlicht, um politische Interessen zu stärken, politische Interessen bestimmter Parteien, damit diese dargestellt werden als Schützende der Minderheiten. Die religiösen Minderheiten leben in einer sehr tragischen Situation. Sie leiden an Ungerechtigkeiten, und zwar schon seit dem Ersten Weltkrieg und seit dem Sykes-Picot-Abkommen aus dem Jahr 1916, in dessen Rahmen die Gegend im Nahen Osten aufgeteilt wurde zwischen einigen mächtigen Ländern. Im Irak waren die Christen und Jesiden, genauso wie andere nicht-muslimische Minderheiten, schon immer Opfer der Ungerechtigkeit. Die Christen mussten 3 Massaker erleiden: das Massaker von Simele 1933, ein weiteres Massaker war das von Soria im Jahr 1969 und das Al-Anfar-Massaker 1984, das war unter dem Saddam-Hussein-Regime. Das Simele-Massaker wurde 9 Monate durchgeführt, nachdem Irak dem Völkerbund beitreten durfte und nachdem der Irak schließlich unterzeichnet hat, dass er die Minderheiten schützen würde. Irak hat also das Abkommen unterzeichnet und 9 Monate später haben sie ein Massaker an Christen, Assyrern im Irak durchgeführt. Und ich werde noch mehr zu diesem Massaker sagen, wie viele Dörfer dort zerstört wurden, wie viele Menschen getötet wurden. Eine weitere Tatsache ist, dass es im Irak normal ist, dass man von einflussreichen Menschen hört, die zum Beispiel in der Regierung sind. Und die stammen aus den großen Gruppen, aus den Mehrheitsgruppen der irakischen Gesellschaft. Und diese geben sich dann aus als jemand, der die Rechte der Minderheiten schützt und verteidigt. In Wahrheit ist das aber nicht so. In Wahrheit machen sie das nur im Interesse ihrer eigenen Parteien, um zu zeigen, dass ihre Parteien an die Vielfalt glauben, um international anerkannt zu werden. Sie machen das also nicht, weil sie wirklich die Minderheiten schätzen und schützen wollen. Und wir hören es immer wieder, wenn wir diese Menschen treffen, dass sie sagen, sie sind die Blumen des Irak, sie sind die Ureinwohner des Iraks, der Irak ist nichts ohne die Minderheiten. So heißt es immer. Aber wenn es dann darum geht, dass ein Christ in eine wichtige Regierungsposition gehoben werden soll oder in einer wichtigen Einrichtung ist, sogar in unabhängigen Kommissionen und Ausschüssen, dann bekommt ein solcher Christ nie eine wirkliche Chance. Er kann nie teilhaben. Sie werden ihn immer rausdrücken. Und jeder Iraker möchte Nachbar von Christen sein, nur um sich sicher zu fühlen, dass diese Nachbarn nicht kommen und dann das Haus plündern oder die Frau vergewaltigen. Aber das ist Haram, das ist verboten. Es ist
verboten, dass dieser Nachbar in einer mächtigen Position ist oder auf irgendeiner hohen Regierungsfunktion. Und diejenigen, die so im Licht der Öffentlichkeit stehen, die unterstützen in ihren Kampagnen die Minderheiten nicht wirklich. Es gibt ein Gesetz, welches das die Rechte der Minderheiten unterdrückt. Dagegen machen sie nichts. Sie machen auch nichts gegen die Übergriffe auf die Dörfer in der autonomen Region Kurdistan. Wir sind es also gewohnt, dass diese Menschen dastehen, sich als Schützer bezeichnen, und wir nennen das politische Heuchlerei. Und eines der Beispiele für diese Heuchelei ist, dass bis heute die Christen mit der Unterstützung anderer nicht-muslimischer Minderheiten es nicht geschafft haben, einen Artikel des nationalen Identitätsrechts, nämlich Artikel 26, zu ändern, der die Rechte der Minderheiten beschränkt. Und dieser Artikel 26, da geht es darum, dass Minderjährige und Kinder, wenn deren Eltern zum Islam übertreten, diese Kinder automatisch Muslime werden, selbst wenn sie noch jünger als nur einen Monat sind oder so. Also sie werden automatisch Muslime. Wir tun etwas, um diesen Artikel zu ändern, damit zumindest die Kinder ihre Religion behalten, bis sie 18 Jahre alt sind und selbst wählen können. Eine weitere Tatsache ist, dass die internationale Gemeinschaft sich kaum einsetzt für den Schutz der Minderheiten. Natürlich bemühen sich die Vereinten Nationen, haben das vor allem in den letzten 3 Jahren getan, die Rechte der Minderheiten zu schützen, aber der Umfang ihrer Anstrengungen ist nichts im Vergleich zur gefährlichen Situation, in denen sich die Minderheitengruppen befinden, während die großen Gruppen sie unterdrücken. Und während also die Amerikaner und die westlichen Länder 2003 bis Ende 2011 im Irak waren und obwohl sie wirksamen Einfluss auf die Entscheidungsprozesse ausgeübt haben, insbesondere im Bereich der Politik und der Sicherheit im Irak, haben sie sich nicht klar auf die Minderheitenrechte konzentriert, insbesondere auf die Rechte nicht-muslimischer Minderheiten. Und es war klar, die Minderheiten spielten für die Briten und Amerikaner im Irak keine Rolle. Ihre Aufmerksamkeit lag nur auf den Sunniten, Schiiten und Kurden. Nichtmuslimische Minderheiten und insbesondere die Christen haben den Preis der amerikanischen Präsenz im Irak zahlen müssen. Und was machten die Amerikaner? Sie blieben gleichgültig gegenüber dem Leiden. Eine weitere Tatsache ist, dass die Zahl der nicht-muslimischen Minderheiten Tag für Tag sinkt im Nahen Osten. Und insbesondere die Zahl der Christen sinkt. Und dieser Rückgang hat viele Gründe. Fanatismus, Extremismus, Terrorismus, bewaffnete Gewalt, fehlende Gerechtigkeit, Diskriminierung, Isolation, fehlender Rechtsstaat, Ausschluss. Der Rückgang des Jobangebots und des Bildungsangebots für Minderheiten spielt ebenfalls eine Rolle. Und diese unterschiedlichen Faktoren tragen dazu bei, dass die Christen ihre Elemente der Macht verloren haben,
ihr politisches, ihr wissenschaftliches, ihr wirtschaftliches Potenzial haben sie ebenfalls verloren. Denn sie spielten ja im Irak eine große Rolle, als sie noch 1,5 Millionen waren. Damals haben sie die Wirtschaft kontrolliert. Sie waren gut gebildet. Und es waren sehr intelligente Ärzte, Ingenieure, Apotheker und so weiter. In all diesen wichtigen Positionen befanden sich Christen. Ihr Anteil an der Bevölkerung machte 2 bis 3% der irakischen Bevölkerung aus. Aber ihr Prozentsatz unter den qualifizierten Irakern war 16%. Sie sehen also, welche Position sie hatten. Sie haben aber ihre wirtschaftliche Macht verloren. Früher hatten sie kleine Geschäfte wie Apotheken, Restaurants, Hotels, kleine Supermärkte. Sie arbeiteten in den freien Berufen. Sie waren Universitätsprofessoren, Lehrer, Banker. Und weil sie aus ihren Regionen vertrieben wurden, haben sie ihre Macht verloren. Und in der nahen Zukunft können wir vielleicht erwarten, dass die christliche Gemeinschaft immer mehr Analphabeten beinhalten wird, während das früher undenkbar war. Außerdem sehen wir, dass junge Christen sich immer öfter gegen eine Heirat entscheiden. Sie wurden vertrieben, sie waren in schlimmen Situationen. Von 10 christlichen Mädchen haben nur 2 die Möglichkeit zu heiraten. Die restlichen bleiben unverheiratet. Es werden immer weniger Kinder geboren. Aufgrund der schlechten Lebensbedingungen. Es gibt keine Bildungsmöglichkeiten, keine Jobchancen und viele Kinder der Christen gehen heute nicht mehr in die Schule, weil sie sich in Flüchtlingscamps befinden, die Schulen weit weg sind und die Familien den Transport schlicht nicht zahlen können und andere Kosten für die Ausbildung. Und die Wellen des Terrorismus und der Gewalt sind Teil der Realität im Irak und ein hoher Anteil der Minderheiten sehen Migration und Auswanderung als Lösung. Heute denkt man nur noch darüber nach, wie kann man das Land verlassen? Und dies aus politischen und wirtschaftlichen Gründen, weil die Situation so kompliziert ist und weil es so viel Fanatismus gibt. Die Zahl der Christen ist also von 1,5 Millionen 2003 auf jetzt gerade mal 300.000 gefallen. Das heißt, mehr als 70% der Christen haben das Land verlassen. Eine weitere Tatsache ist, und das müssen wir anerkennen, es gibt Konflikte in den einzelnen Minderheiten, innerhalb dieser Minderheiten. Und das ist eines der großen Probleme. Es gibt auch Konflikte zwischen den Minderheiten. Und diese Arten von Konflikten haben Einfluss auf die Einstellung der Minderheiten bezüglich unterschiedlicher Themen. Und manchmal leidet die politische Vielfalt darunter. Es ist ja gut, wenn es viele unterschiedliche Institutionen gibt, viele unterschiedliche Minderheiteninstitutionen. Im Irak ist es aber anders. Im Irak basierte die politische Vielfalt immer auf Eigeninteressen, politischen Interessen und auf Einigkeit. Und deshalb gab es viel Klientelpolitik und das auf dem Rücken bzw. auf Kosten einer Einheit im Land. Und das ist eines der Probleme der Minderheiten. Die schwächsten Minderheiten werden teilweise unterstützt von
einigen Mehrheitsgruppen. Und dann ändert sich die Loyalität dieser Minderheiten. Dadurch werden die Minderheiten in eine Position hineingedrückt, wo sie die Mehrheiten unterstützen müssen und nicht mehr ihre eigenen Minderheiten unterstützen. Die Kurden zum Beispiel machen das. Sie finden einige Christen, sie installieren diese Christen in einigen wichtigen Positionen, damit die Christen nicht länger ihre Minderheiten unterstützen, sondern die Kurden und einige Sunniten oder Schiiten-Organisationen machen Ähnliches. Und gleichzeitig ist die Situation so, dass die großen Gruppen dadurch gestärkt werden und eine immer stärkere Position haben, und dadurch stehlen sie den Minderheiten eigentlich noch ihre Vertreter. Diese Klientelpolitik gehört deshalb zu den großen Problemen, und deshalb verteidigen sich auch die Minderheiten oft nicht mehr genügend. Eine weitere Tatsache ist, dass es eine fehlende Kommunikation gibt zwischen den Menschen der unterschiedlichen Minderheitengruppen. Zum Beispiel nehmen wir mal die christlichen Assyrer, die Christen Ägyptens, Jordaniens, Syriens, des Iraks. Da fehlt es an der Kommunikation in den einzelnen Ländern. Und was ich damit meine, mit der Kommunikation zwischen den Christen Syriens, Libanons, Ägyptens und so weiter, das gilt auch für die Jesiden. Es gibt auch Jesiden in der Türkei, in Syrien und so weiter. Es fehlt einfach an der Kommunikation zwischen diesen Minderheiten, und es gibt keine wirklichen Brücken für eine gemeinsame Zusammenarbeit, um die Identität dieser Gruppen zu erhalten. Zum Beispiel gibt es in den Medien immer wieder Menschen, die sich dafür einsetzen, hier eine Vertretung der Christen im Nahen Osten zu gründen. Es gibt da Konferenzen an unterschiedlichen Orten, aber in Wahrheit gibt es kaum jemanden, der sich dafür einsetzt, diese Gruppen zu einen. Es wird nur in den Medien darüber berichtet, aber praktische Anstrengungen in diesem Gebiet gibt es nicht. Es gibt kaum praktische Bemühungen, die Minderheiten zu einen. Eine weitere Tatsache ist, dass die Mentalität derjenigen, die im Irak an der Macht sind, ob das nun in Erbil ist, in der kurdischen Regionalregierung oder in der Regierung in Bagdad, die dominieren alle durch unbegrenzte Macht. Und ihnen sind religiöse Minderheiten oder andere Minderheiten ganz gleich. Deshalb haben sie vollkommene Freiheit. Sie können alles tun, was sie wollen, um ihre Ziele zu erreichen. Und das machen sie auf Basis zweier Konzepte. Zunächst dominieren, kontrollieren und die Minderheiten beschränken. Sie versuchen immer, die Minderheiten in ihren Möglichkeiten zu beschränken. Das ist die eine Idee. Und die zweite Idee, das zweite Konzept, ist Auslöschung. Auslöschung statt nur Begrenzung der Möglichkeiten. Sie denken also, es reicht nicht aus, die Minderheiten zu behindern. Sie wollen sie ganz auslöschen oder vertreiben. Und beide Ideen, beide Konzepte sind so stark, dass die Minderheiten ihnen nichts entgegensetzen können, weil die Minderheiten so schwach sind. Die Macht der Minderheiten
ist zu beschränkt. Eine weitere Tatsache ist, dass wir sehen, dass es in dem Gebiet eine fundamentalistische Ausbreitung des Islamismus gibt seit den 80er, 90er Jahren. Dieser Fanatismus, dieser Extremismus, der steigt natürlich Tag für Tag an, wird immer stärker. Und die Ausbreitung des Fanatismus im Irak wurde deutlich nach dem Kuwait-Krieg und dem internationalen Embargo, das gegen den Irak ausgesprochen wurde. Dadurch verkomplizierte sich die politische Situation und die Wirtschaft war schwach und die Leute suchten Rettung in der Religion. Saddam Hussein nutzte das 1994 mit seiner Operation Rückkehr zum Glauben. Ich werde noch mehr zu diesem Kampagne Rückkehr zum Glauben sagen. Der Satz Allahu Akbar zum Beispiel, Gott ist groß. Dieser Satz wurde dann auf die irakische Flagge geschrieben. Und Vereine, Bars, Nachtclubs, Alkoholläden wurden geschlossen im Rahmen dieser Kampagne. Und vor 2 Tagen verfolgte John die Nachrichten aus Bagdad. Und er hat mir dann was erzählt und ich habe das dann von meinen Kollegen bestätigen lassen. Vor 2 Tagen hat die Regierung im Irak beschlossen, dass es ein Verbot geben solle für den Verkauf von Alkohol im Irak. Stellen Sie sich mal vor, welche Mentalität da jetzt herrscht im Land unter den Führenden in der Regierung. Und im Rahmen dieser Kampagne Rückkehr zum Glauben mussten Kinder, Angestellte, Sicherheitskräfte Kurse ablegen, um den Koran auswendig zu lernen. Und Saudi-Arabien nutzte diese Situation, dass der Nordirak so arm war. Das war in den 1990er Jahren und die Region im Norden, die kurdische Region, stand da wirtschaftlich sehr schwach da aufgrund des Embargos. Und diese Situation hat Saudi-Arabien ausgenutzt, indem das Land über islamische Stellen Unterstützung anbot. Für die autonome Region Kurdistan hat dort Moscheen und religiöse Zentren aufbauen lassen. Und die negativen Auswirkungen dieser Unterstützung zeigten sich dann erst nach dem Sturz des Hussein-Regimes im Jahr 2003. Der Schutz der religiösen Minderheiten nur geschafft werden kann, wenn es einen Rechtsstaat gibt und wenn man ein institutionelles System hat und wenn es den politischen Willen gibt, eine Koexistenz, ein friedliches Nebeneinander aufzubauen, ein Nebeneinander unterschiedlicher Gruppen in der irakischen Gesellschaft. Und diejenigen, die an der Macht sind, die müssen an Chancengleichheit glauben. Sie müssen Chancen bieten, sie müssen Minderheiten Schutz bieten. Und um sich wirklich geschützt zu fühlen, um wirkliche Teilhabe zu haben an unterschiedlichen Institutionen, staatlichen Institutionen, braucht es unserer Meinung nach ein System, ein staatliches System, in dem eine theoretische Ideologie dominiert. Eine rationale Einstellung braucht es hier, damit man Diskriminierung vorbeugen kann. Und das bedeutet, wenn das Land von Ideologien oder von Rassenideologien beherrscht wird, dann ist das für ein Land wie den Irak mit einer so großen Vielfalt an Rassen und Religionen so, dass es
zu Diskriminierung kommen muss, weil es sonst einfach keine Fairness gibt, keine Neutralität. Kommen wir nun zur Realität im Irak. Der Irak ist einfach zu schwach, um das Gesetz umzusetzen. Und wenn es ein Land gibt, welches die Menschenrechte achtet, welches die Gleichheit aller gewährt und welches an Vielfalt glaubt, dann kann es gut gehen. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie es im Irak aussieht, dort zeigt sich, dass der Staat zu schwach ist, um die Gesetze umzusetzen. Es herrscht Anarchie. Und nicht-muslimische Minderheiten werden diskriminiert, und zwar in allen Bereichen. Es gibt auch einige Gesetze, die diskriminierend sind, vor allem gegenüber nicht-muslimischen Minderheiten. Zudem haben die Behörden keine Macht oder nicht genügend Kontrolle, um Ordnung zu schaffen. Und angesichts dieser politischen und sicherheitspolitischen Spannungen, die es hier gibt, und angesichts der Tatsache, dass es keinen Rechtsstaat gibt, besteht hier eine große Gefahr, die von zügellosen bewaffneten Gruppen ausgeht, diese Milizengruppen. Und die gibt es überall. Ich glaube, dass Minderheiten nur überleben können, wenn es einen modernen Staat mit einem demokratischen System gibt, welches die kulturelle, politische und religiöse Vielfalt im Land anerkennt. Das ist die Lösung für mich. Ein Land, das an Vielfalt glaubt, an Menschenrechte glaubt. Das wäre ein Umfeld, in dem die Minderheiten überleben könnten. Ich habe Ihnen jetzt 10 Fakten genannt, und diese Fakten helfen uns dabei zu analysieren, wie die religiösen Minderheiten im Irak leiden, wie sie zu kämpfen haben, sowohl früher unter Saddam Hussein und auch in der zweiten Phase nach dem Sturz des Hussein-Systems nach 2003, als der Daesh in die Region kam. Was braucht es nun in einer solchen chaotischen, anarchischen Situation, um die Minderheiten am Leben zu erhalten? Die Minderheiten brauchen Schutz. Sie brauchen internationale Garantien, Schutzgarantien. Und die Frage, warum braucht es das? Ganz einfach, weil man das Vertrauen in die Zentralregierung verloren hat. Man hat auch das Vertrauen in die autonome Region Kurdistan verloren. Dort wurden die Minderheiten früher vor dem Daesh einmal geschützt, und plötzlich von einem Tag auf den anderen wurde ihnen der Schutz entzogen. Und die kriminellen Mächte des Daesh konnten einfach so wüten und ohne Warnung an die Minderheiten standen diese plötzlich ohne Schutz da. Die Minderheiten können also keinem mehr vertrauen. Weder der Zentralregierung noch der autonomen Region Kurdistan. Und ich kann das natürlich nicht fordern, aber alle Minderheiten, mit denen ich spreche, die sagen, wir brauchen Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft. Die Minderheiten haben keinen Schutz mehr, und deshalb braucht es ein neues Mandat, neuen Schutz seitens einer Supermacht. Und hier muss die UN oder hier müssen andere internationale Organisationen tätig werden. Wir brauchen also eine Übergangszeit, um Leute aus der Region zu finden, die die Region regieren
kontrollieren können, unter Überwachung der Vereinten Nationen oder einer anderen Supermacht. Wir brauchen die internationale Gemeinschaft, um das Land der Minderheiten zu schützen, ob das nun im Irak im Allgemeinen ist oder in der Region Kurdistan. Die internationale Gemeinschaft bietet den Minderheiten und insbesondere den nicht-muslimischen Minderheiten nicht genügend Schutz. Weder politischen Schutz noch Sicherheit erfahren diese Minderheiten. Wie ich schon gesagt habe, für die nicht-muslimischen Minderheiten mit ihren unterschiedlichen Institutionen, denen fehlt es an Schutz, auch weil Artikel 26 des Nationalen Identitätsgesetzes sie diskriminiert. Und bisher wurde nicht genügend internationaler Druck auf die irakische Regierung ausgeübt, um hier etwas zu tun. Auch auf das Parlament wurde noch nicht genügend Druck ausgeübt, um diesen Gesetzesartikel zu ändern. Und obwohl die internationale Gemeinschaft die nicht-muslimischen Minderheiten nicht genügend unterstützt hat beim Kampf für die Änderung dieses Gesetzesartikels, sind die Minderheiten doch schützenswert. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, den es braucht, damit die Minderheiten überleben. Und das ist eine Übergangsjustiz. Und wir müssen ein starkes Justizsystem haben. Sie wissen vielleicht, dass in meinem Land die Christen und Jesiden lange Zeit schon unter Ungerechtigkeiten leiden. Seitdem der Irak als Staat gegründet wurde, leiden sie. Ich habe schon die drei Massaker genannt. Ein viertes Massaker wird gerade eben ausgeführt vom Daesh. Das ist das, was gerade passiert und was 2014 vor allem stattfand gegen die Christen und Jesiden. Das war ein weiteres Massaker. 1933, Semele, Soja, 1969, dann 2014, das Daesh. All diese Massaker. Und wurden viele, viele Christen getötet. Assyrische Christen waren das. In Soria wurden 36 Menschen getötet, einschließlich des Priesters. In einer Sekunde fast hat man sie alle getötet. Und während der Operation Al-Anfal, es war eine Militäroperation Saddam Husseins, damals wurden mehr als 120 assyrisch-christliche Dörfer zerstört und 150 Christen verschwanden. Kirchen und Klöster wurden zerstört. Viele von denen haben ihre Wurzeln im ersten Jahrhundert des Christentums überhaupt, stammen aus dem 6., 7., 8. Jahrhundert vor Christus und diese wurden zerstört. Und diese Übergriffe auf die Dörfer und das Land der Christen, Ahmadiyya, Sahau, Anankaba, insgesamt 53 Dörfer, wo hier Übergriffe stattfanden. Und eines meiner Dörfer, Jakala, John Eibner hat das vielleicht sogar besucht, das liegt am Habu-Fluss in Balabala, das wurde auch zerstört. Und die Christen und die Jesiden mussten 2011 auch Gewalttaten hinnehmen. Damals wurden Geschäfte, Hotels, Casinos, Coiffeursalons geschlossen von den Behörden. Die Christen haben ihre Lebensgrundlage verloren. Und sie mussten in die autonome Region Kurdistan ziehen. Dort wurden sie aber auch nicht mehr geschützt und fühlen sich nicht mehr sicher. Und deshalb denken sie darüber nach, ins Ausland zu gehen. Und nach einer so langen Leidenszeit über die gesamte Geschichte des Iraks hinweg, sollten wir die Frage stellen, wer soll nun die Übergangsjustiz bringen? Wer soll Gerechtigkeit bringen?
Das bestehende System ist nicht dazu geeignet, Gerechtigkeit zu bringen, denn wir müssen Vertrauen wieder aufbauen und das geht nur, indem den Opfern hier Gerechtigkeit widerfährt und indem die Täter bestraft werden. Und viele Verbrechen gegen Christen und Jesiden 2008 in Mosul und das Massaker auch 2010 gegen die Sayyidat al-Nejat-Kathedrale. Aber wer bringt die Täter vor Gericht? Niemand. Diejenigen, die Verbrechen in Mosul begangen haben, die Christen getötet, deportiert haben, niemand weiß, wie es mit den Untersuchungen weitergegangen ist. Die sind im Sande verlaufen. Das Justizsystem im Irak ist also nicht dazu geeignet, Gerechtigkeit zu schaffen. Und man kann sich nicht darauf verlassen, denn hier herrscht auch Korruption im System. Ein weiteres wichtiges Thema, das es braucht, damit die Minderheiten überleben können, ist eine wirkliche und faire Vertretung der Minderheiten. Wir brauchen hier eine faire Vertretung der Minderheiten, denn momentan werden nur die Interessen der großen Mehrheitengruppen vertreten. Nun möchte ich zur Zeit Saddam Husseins übergehen mit seiner Baath-Partei. Das Saddam-Regime war an der Macht und stützte diese Macht durch Totalitarismus. Es gab Ungerechtigkeit, Ungleichheit unter allen irakischen Gruppen. Die Ideologie sollte das Regime stützen und stärken. Saddam Hussein versuchte also mehr, seine Macht zu stärken, statt Demokratie, Freiheit und Entwicklung für sein Volk zu bringen. Und das irakische Volk musste immer nur ans Überleben denken. Und da dachte natürlich keiner an Demokratie. Sie hatten gar keine Zeit, über Demokratie nachzudenken, weil sie sich einfach nur schützen mussten. Es ging ums nackte Überleben, insbesondere auch nach dem Embargo. Und die nicht-muslimischen Minderheiten litten natürlich noch mehr als die anderen Iraker. Und 1994 kam dann die Kampagne Rückkehr zum Glauben. Dadurch stieg dann noch der religiöse Radikalismus im Land an und mehr als 50.000 junge Männer, christliche Männer, verloren im Krieg zwischen dem Iran und dem Irak ihr Leben. Die wurden entweder getötet oder wurden gefangen genommen oder verschwanden. Und auch bei der Invasion und Befreiung Kuwaits wurden Hunderte Menschenleben, vor allem von Christen, verloren. Und tausende Menschen und tausende Dörfer verschwanden von der Landkarte, darunter 175 als syrisch-chaldäische Dörfer in den Regionen Duhok und Nineveh. Das passierte in den 70er und 80er Jahren unter Saddam Hussein. Das waren also 175 christliche Dörfer. Ihre Kirchen wurden entweiht und abgebrannt. 120 Dörfer wurden während der Militäroperation Anfal 1988 zerstört und die Einwohner waren gezwungen, in den Irak und in die Türkei zu fliehen, um dort Sicherheit zu finden. Und Hussein nutzte auch chemische Waffen, verbotene chemische Waffen.
auch im Gebiet Halaba, wo einige Christen ums Leben kamen. Er tötete christliche Bischöfe und Priester, weil sie ihm nicht loyal gegenüber waren. Diese wurden natürlich indirekt getötet, sie wurden heimlich vergiftet oder es wurden Autounfälle fabriziert. Ich habe das in meiner Masterarbeit, die ich geschrieben habe, alles dokumentiert. Saddam Hussein verweigerte Assyren, Chaldeen und Syrern das Recht, ihre syrisch-aramäische Sprache zu sprechen und zu lehren. Das ist eine Sprache, die 1 Million Iraker sprechen. Hussein nutzte das Embargo als Ausrede, um die Irakis zu zwingen, sich ihm zu unterwerfen. Und er nutzte da die Theorie, ach, hungere doch deinen Hund aus, dann folgt er dir. Das war eine der Theorien Saddam Husseins. Und die hat er immer wieder wiederholt. Hungere deinen Hund aus und er wird dir folgen. Er hat aber für das Leiden der Iraker überhaupt keine Verantwortung vor den internationalen Institutionen übernommen. Die Iraker waren dadurch erschöpft, denn das Embargo, die Handelssanktionen, die waren horrend, sie waren tragisch, aber tragischer noch waren sie für die Christen und Jesiden, weil deren politische und wirtschaftliche Position noch viel schwächer war. Und während der Zeit des Embargos hatten wir da erstmals christliche Bettler in den Straßen der Städte. Früher gab es das nicht. Vorher waren die Christen immer in wirtschaftlich starker Position. Und es ist noch wichtig, zu erwähnen, welche wichtige Rolle die irakische Kirche gespielt hat. Die hat Hilfsprogramme organisiert und hat ohne Unterschied jedem geholfen und jeden unterstützt. Die Medien berichten, dass die westlichen Kräfte, nachdem die in den Irak einmarschiert sind, diese auch die Christen unterstützen würden, weil natürlich die westlichen Länder christliche Länder sind. Leider aber mussten die irakischen Christen feststellen, dass das nicht wahr ist. Sie mussten feststellen, dass die Amerikaner und Briten diese Vision einfach nicht hatten. Es hat sich gezeigt, dass hauptsächlich christliche Quartiere wie Al-Dura, das war ein großes Gebiet im Zentrum von Bagdad, und die Mehrheit der Christen lebten dort. In diesem Quartier waren es ungefähr 30.000 Familien. Und Gegenden wie Al-Dura im Zentrum von Bagdad wurden plötzlich zu einem Ort, wo Christen getötet wurden, wo Säuberungen stattfanden. Und das während der Präsenz der Amerikaner, während 160.000 Soldaten vor Ort waren, da wurden Christen entführt und ermordet. Und alles unter der Aufsicht der Amerikaner. Und damals waren es 160.000 Amerikaner, die im Irak stationiert waren. Die Christen wurden auch von Terroristengruppen getötet, die sich rächen wollten für den Einmarsch der Amerikaner. Die Christen haben also den Preis bezahlt für die Präsenz der Amerikaner, während im Gegenzug die Amerikaner sie überhaupt nicht geschützt haben. Es kamen die Terroristen. Besides, HHRO recorded the murder of 28 Christian
Und die Menschenrechtsorganisation Hammurabi hat den Mord an 28 Christen von Seiten der Amerikaner dokumentiert. Es ist also so, dass die Christen keine politische Unterstützung, keinen Schutz von den Amerikanern erfahren haben. Ganz im Gegenteil. Es fanden Morde statt, Entführungen, Vertreibungen, all das passierte in dieser Zeit. Viele Christen mussten ihre Häuser ganz billig verkaufen, nur damit sie Geld für die Flucht hatten, um nach Europa zu gelangen oder in den Libanon, nach Jordanien, damit sie einfach weg konnten. Und christliche Quartiere wie Al-Dure wurden leer. Es gab fast keine Christen mehr. Der Anteil der Christen in Al-Dure, in Neubagdad, Al-Mashtad, Al-Gadir, Sayona und so weiter, fiel auf 20% des vormaligen Wertes. Also nur noch 20% der früher dort lebenden Christen blieben in diesen Quartieren, Neubagdad, Al-Mashta, Al-Gadir, Sayona, Karada, Al-Mana, Garage, Al-Mansur, Karada, Sayona. Fast 80% der Christen sind von dort geflohen. Und die Geschäfte von Christen und Jesiden in Bagdad wurden niedergebrannt oder die Geschäftsinhaber mussten Lösegeld zahlen, sie wurden erpresst. Man wurde bedroht, wenn ihr nicht bezahlt, dann wird einen Tag später euer Geschäft abgebrannt. Christliche Häuser und Land wurde beschlagnahmt, sowohl in Bagdad als auch in Mosul. Und das galt als Beute. Renima heißt das auf Arabisch. Als Beute und die Herrschenden haben angeblich das Recht, sich diese Beute einfach zu nehmen. Es gab dafür unterschiedliche Gründe, die vorgebracht wurden. Ja, und jetzt gebe ich Ihnen noch einige statistische Daten, die Hammurabi gesammelt hat. Ich werde nur schnell durchgehen. Von April 2003 bis Ende 2015 hat Hammurabi mehr als 881 Tötungen von Christen dokumentiert, darunter 668 Menschen, die angeblich von Unbekannten getötet wurden. 16% dieser getöteten Menschen gehörten zu Fachleuten und erfahrenen Gruppen, also Ärzten, Ingenieure, Professoren, Apotheker, Lehrer, Richter. 14% waren Frauen, 4% von diesen 881 Getöteten waren Kinder, 4% waren Alte und 1,6% waren Kleriker. Im Jahr 2004 fanden die meisten Tötungen statt, 211 nämlich. Im Jahr 2017 wurden 158 Menschen getötet und 2015 fand die niedrigste Zahl der Tötungen statt, nur 2 Menschen wurden getötet. Der größte Teil der Tötungen fand in Bagdad statt. 58% der Christen wurden in Bagdad getötet. An zweiter Stelle folgt Nineveh mit 29% der Tötungen. Die Organisation Hammurabi hat 72 Fälle von Übergriffen gegen Kirchen und Klöster dokumentiert bis zum Ende des Jahres 2013. Aber diese Zahl ist dramatisch gestiegen nach der Invasion von Mosul und der Nineveh-Ebene durch die Terroristengruppen des Islamischen Staates. Und Dutzende von Kirchen und Klöster im Zentrum Mosuls und in der Nineveh-Ebene wurden entweiht und geschändet. Das waren nur einige Statistiken der Organisation Hammurabi. Nun zum Daesh.
Was ist hier passiert? Wir können noch keine endgültigen Zahlen geben zu den Minderheiten wie Jesiden, Christen, Shaba, Kakai und anderen. Aber wir wissen, es ist anerkannt, dass es ein Völkermord war. Tausende von Christen, Jesiden und Shabak sind verschwunden. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Und der Daesh hat versucht, Jesiden, Christen, Shabak, schiitische Turkmenen auszulöschen, sie zu töten, sie zu Sexsklaven zu machen, sie zu vertreiben. Die Lebensbedingungen, unter denen sie leben, sind extrem. Es werden Kinder von ihren Familien weggenommen. Sie werden geschult zu Extremisten. Es werden Menschen gezwungen, ihren religiösen Glauben aufzugeben, und diejenigen, die sich weigern, werden getötet. Es werden Frauen und Mädchen auf Gefangenenmärkten verkauft. Sie werden als Geschenke weggegeben. Sie werden getauscht. Und man sieht Jesiden und Christen als Ungläubige an, und Jesiden werden als Heiden, als heidnische Minderheit gesehen. Deshalb werden sie als Sklaven genommen oder als Kriegsbeute genommen. Ranima nennt man das, diese Kriegsbeute. Das ist ein arabisches Wort. Und mehr als 1 Million, hier auf der Folie steht 2 Millionen, das ist falsch. Mehr als 1 Million Minderheiten haben ihre Städte und Dörfer in der Ninive-Ebene, in Sinjar, Tell Afar und anderen Regionen verlassen, weil sie bedroht wurden. Und es gibt keine Kirche und keinen jesidischen Tempel, der nicht zerstört wurde und wo nicht Vandalismus herrschte. Nun zu den negativen Indikatoren, da werde ich nur ganz, ganz kurz drüber gehen. Niemand kann Zivilisten überzeugen, wenn sie unter schlimmen Bedingungen leben, wenn sie vertrieben wurden und nicht wissen, was die Zukunft bringt. Da kann sie niemand überzeugen, dass sie bleiben sollen und nicht über eine Flucht nachdenken sollen. Es gibt Indikatoren einer Trennung, dass es in Zukunft eine Trennung, eine Auftrennung des Landes geben wird. Ob das nun ein föderales System sein wird oder Kleinstaaten, ist noch nicht klar. Und bis zu diesem Moment, bis heute, wurden Minderheiten überhaupt nicht beachtet. Sie werden vernachlässigt in der westlichen und in der irakischen Politik. Und die Streitigkeiten zwischen den großen Gruppen gehen weiter und die Minderheiten leiden darunter. Und die Minderheitenfrage ist eine umstrittene Frage. Die großen Gruppen, die streiten sich um die Ländereien der Minderheiten, obwohl ihnen das Land gar nicht gehört. Keiner dieser großen Gruppen gehört es. Und selbst in Verhandlungen über die Zukunft, dort dürfen die Minderheiten nicht teilnehmen. Und die Gleichgültigkeit, die die internationale Gemeinschaft hier zeigt, und insbesondere die USA, wo die USA doch die Situation beeinflussen könnten, ist wirklich unglaublich. Die Minderheiten, die haben hier nichts zu sagen. Sie können nur der Situation entfliehen und im Ausland auf Besseres hoffen. Für sie ist die Auswanderung die beste Lösung. Trotz der Tatsache, dass die Minderheiten glauben, dass ein Auswandern eine bittere Lösung ist und nicht einfach ist. Die Zahl der Christen ist von 1,5 Millionen vor dem Jahr 2003 auf heute 300.000 gefallen. Also von 1,5 Millionen auf 300.000. Und mehr als 30.000 Jesiden haben den Irak nach der Invasion des Islamischen Staates verlassen.
Und das ist noch sehr wichtig, dass wir über die möglichen Szenarien nach Daesh-Szenarien sprechen. Viele Menschen haben Angst vor Totalitarismus, aber man muss diese ganzen Szenarien einmal durchsprechen. Es gibt ein Szenario, dass Regierungsbezirke für die Christen errichtet werden sollen. Aber die Christen sind sich nicht einig darüber. Einige denken, ja, wäre vielleicht eine gute Idee. Andere denken, nein, das wollen wir nicht. Es gibt Vorschläge, dass die Minderheitengebiete in 6 Regierungsbezirke aufgeteilt werden könnten. Und dass man eine ähnliche Region bildet wie die autonome Region Kurdistan zum Beispiel, dass man zum Beispiel Mosul und Nineveh zu Regierungsbezirken macht. Das sind verschiedene Szenarien, die es gibt. Und ohne Zweifel ist es so, wenn man die Minderheitengebiete zwischen sunnitischen Regionen und zwischen der autonomen Region Kurdistan aufteilt, und das wird manchmal diskutiert, da geht es darum, dass bestimmte Gegenden Kurdistan zugewiesen werden und wiederum andere Regionen den sunnitischen Gebieten. Das ist ein weiteres Szenarium. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass jemand Christen und Jesiden überzeugen möchte, sich einzusetzen für so einen Regierungsbezirk. Das ist klar, das wird deutlich, aber es ist nicht ganz klar, was dahinter steckt. Vielleicht denken diese Leute, die jetzt mit diesem Vorschlag kommen, dass die Christen sich nachher für sie einsetzen und dass einfach ihre Gebiete, ihre Region zugeschlagen werden. Zum Beispiel die autonome Region Kurdistan denkt vielleicht, okay, dann werden wir größer, dann werden wir stärker. Und die Sunniten möchten das Gleiche. Es gibt also Hinweise darauf, dass der Irak nicht wieder so stark werden kann, wie er früher wird, zumindest nicht in seiner früheren Form. Er wird zerfallen, er wird zersplittern höchstwahrscheinlich, ob das nur ein föderales System sein wird oder ein Kleinstaatensystem. Ich denke, heute in der momentanen Situation ist der Irak noch nicht parat, wieder zu einem mächtigen, geeinten Staat zu werden. Es wird also entweder einzelne Bundesstaaten unter einem föderalen System geben oder Kleinstaaten. Und obwohl die Verfassung es zulassen würde, dass solche Regierungsbezirke gebildet würden, also wir haben das Recht, einen solchen Regierungsbezirk zu fordern, würde das den Christen nicht wirklich helfen, denn eine solche Lösung kommt zu spät. Die Zahl der Christen nimmt ja immer weiter ab und sie hätten dadurch nicht mehr genügend Macht und Repräsentation, um wirklich etwas zu bewegen. Ich werde Ihnen das erklären. Vor der Daesh kam, war der Prozentanteil der Christen in der Ninive-Ebene ungefähr 23%. Und nach dem Daesh wurden viele Leute vertrieben nach Erbil oder in andere Regionen. Und von denjenigen, die in die autonome Region Kurdistan nach Erbil vertrieben wurden, von denen haben viele das Land ganz verlassen. Sie sind emigriert nach Europa, nach Frankreich, in die USA. Und diejenigen, die jetzt noch bleiben, in Erbil zum Beispiel, das sind ungefähr 50% der Vertriebenen. Und wir gehen davon aus, dass wiederum 50%, diese 50% bleiben werden. Der Anteil derjenigen, die in der Ninive-Ebene bleiben, die wird also ungefähr zwischen 10 und 23% liegen. Und dieser Anteil hat einfach nicht genügend Einfluss, um in der Regierung etwas zu bewegen. Es wäre also sinnlos, eine solche
einen solchen Vorschlag anzunehmen. Meiner Ansicht nach wäre ein solcher Regierungsbezirk nur dann eine Lösung, wenn nur Christen und Jesiden von diesem Regierungsbezirk umfasst würden, wenn nur die Christen und Jesiden durch diesen Regierungsbezirk sich selbst regieren könnten. Und das müsste also aufbauend sein auf dem, was die Jesiden und Christen haben. Die Christen und Jesiden müssen aber erst noch darüber abstimmen, ob sie überhaupt zusammen sein wollen und das zusammen machen möchten. Die nächste Frage ist, wo zieht man die Grenzen? Werden die Grenzen anerkannt von eines solchen Regierungsbezirks? Wie würden denn die Grenzen gesetzt? Man muss dann auch andere Gruppen beachten, die auch in diesen Regionen leben. Es gibt zum Beispiel Jesidendörfer, Shebek-Dörfer, Turkmenendörfer, die sehr, sehr nahe an den christlichen Städten liegen. Wie zeichnet man da nun die Grenzen für einen solchen Regierungsbezirk? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Spezialisten, die das wissen. Ein solcher Regierungsbezirk sollte auch eine Region sein, die eine Verbindung zu Bagdad hat. Denn falls so etwas kommen würde, eine Regierung für die Christen und Jesiden, dann möchten wir das gern mit Bagdad verbinden, nicht mit den sunnitischen Regionen oder den kurdischen Regionen. Denn wir glauben, es ist besser, ein Teil des Ganzen zu sein, als ein Teil eines Teils zu sein. Wir wollen also Teil von Irak sein. Wir sind nicht gegen die Kurden, wir sind nicht gegen die arabischen Sunniten, das sind Menschen wie wir alle, aber was wir nicht wollen, ist, dass die Christen den Preis zahlen für das Verhalten der Sunniten oder der Kurden und so weiter oder für deren Einstellung, für deren Kampf und Konflikte, den Konflikt zum Beispiel zwischen Bagdad und Erbil. Die Christen sollten nicht den Preis für diesen Kampf zwischen den Gruppen bezahlen. Und hier, das habe ich schon gesagt, unserer Meinung nach sollten wir uns bewusst sein, dass wir uns nur für einen solchen Regierungsbezirk einsetzen sollen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir die frühere Verwaltungsstruktur des Irak beibehalten in der Zukunft und natürlich einige Veränderungen vornehmen, dass wir hier Wahlen vornehmen, Unterbezirke gründen. Wir sollten auch Stadträte einsetzen und das ist sehr wichtig. Wir brauchen in unterschiedlichen Städten Stadtparlamente, Stadträte, die das Recht haben, ein Veto einzulegen, wenn die Regierung Entscheidungen trifft, die Regierung in Mosul oder in Bagdad und so weiter. Entscheidungen, die das Land betreffen, die den Interessen der Christen zuwiderlaufen. Denn die unterschiedlichen oder der demografische Wandel hier spielt auch eine Rolle und da muss man sicherstellen, dass das Land hier behalten werden kann von den Gruppen. Es sollte also ein Vetorecht gewährt werden für den Fall, dass die Entscheidungen der Regierung den Interessen der in den Regierungsbezirken vertretenen Menschen widersprechen. Man muss in den Dialog treten, man muss hier Verhandlungen führen und man muss Minderheitengebiete von den umkämpften Gebieten ausschließen, denn dort ist es eigentlich klar, wem sie gehören. Darüber sollte sich niemand streiten.
sollen doch die anderen kämpfen über das, was unklar ist. Und die christliche Präsenz im Irak, die Christen im Irak, da gibt es fast keine mehr. Ich habe Ihnen schon gesagt, warum. Und die restlichen Minderheiten haben das gleiche Risiko. Und deshalb können wir sagen, dass hier die Vielfalt bedroht ist, falls die jetzige Situation so weitergeht. Also sollte es so weitergehen wie bisher, dann werden die Christen ganz verschwinden. Es wird keine Minderheiten mehr geben, es wird keine Vielfalt mehr geben. Und in der Zukunft, dann ist auch die Zukunft des Iraks in Gefahr, wenn es keine Vielfalt mehr gibt. Denn ich glaube, wenn die christliche Minderheit und die Minderheit der Jesiden im Irak kein Zuhause mehr hat, dann gibt es keine Zukunft für den Irak. Das Überleben der Christen und anderer religiöser Minderheiten in den Ländern des Nahen Osten hängt natürlich stark ab vom Gutdünken der Regierenden und von der Situation der Muslime. Es gibt keinen Ansatz, der sich nur auf die Christen beziehen würde. Wir sind abhängig vom Premierminister, vom Präsidenten. Wenn der die Christen mag, dann geht es uns gut. Wenn er die Christen hasst, dann geht es uns nicht gut. Es gibt hier keine durchgängige Strategie oder keinen durchgängigen Ansatz, keine Ideologie, wie man mit Nichtmuslimen umgeht. Das ändert sich immer mal wieder, das ändert sich von Person zu Person, je nachdem, wer gerade an der Macht ist. Und die internationale Position diesbezüglich muss auch klar sein. Man muss gegen islamistischen Fundamentalismus, gegen Terrorismus vorgehen. Und man muss natürlich den Daesh vertreiben. Man muss die Terroristen so schnell wie möglich vertreiben und daran arbeiten, dass bald die Binnenvertriebenen wieder in ihre alte Heimat zurückkehren können. Und man muss auch etwa Lösungen finden, um diese zu entschädigen. Und ich glaube, es gibt keine Gerechtigkeit, die so einfach einzusetzen ist. Es ist nicht so einfach. Die Leute wollen nicht zurückkehren, weil sie kein Vertrauen haben. Es gibt unterschiedliche Miliziengruppen. Die Christen haben 3 Milizen, die Jesiden haben 3 Milizen und die autonome Region Kurdistan, dort gibt es einige Milizen, die Shebek haben ihre Milizen, einige Shebek arbeiten mit den Sunniten zusammen und 80% der Schiiten, von denen wissen wir noch nicht, wann sie zurückkehren werden, vielleicht sinnen die dann auf Rache. Wenn jemand Mitglieder seiner Familie verloren hat, seine Frau vielleicht verloren hat oder die Tochter gefangen genommen wurde, wie soll der umgehen, wenn er jetzt plötzlich Nachbarn hat, die Araber sind? Es ist schwer, hier Versöhnung hinzubekommen. Und da braucht es eine Strategie der Versöhnung. Das ist nicht einfach, denn es werden Leute auf Rache sinnen. Es werden neue Konflikte auftreten zwischen den Milizengruppen. For example, now let's say Sinjar was liberated about approximately 1 year. 5% of Yazidis till now returned to Sinjar. So I expect maybe Hamdaniya, Karagosh, or Telkev, or this is the area of the Christian. Maybe they will face the same things. Thank you very much. Sorry for delay a little bit, but I think it was important to go through everything.